Liebe Freunde der Kunst, liebe Freunde des Kunstvereins Kohlenhof, herzlich willkommen zum letzten Tag der Ausstellung in dem Projekt Ansichten einer bestolzenen Stadt von Christian Fittinghoff, die sogenannte Finissage. Wir beenden diese vierwöchige Ausstellung, die sehr erfolgreich war. Wir waren sehr zufrieden damit mit einem Künstlergespräch. Die Kunsthistorikerin Uli Ratjen ist im Gespräch mit dem Künstler Christian Fittinghoff. Wir zeichnen das auf. Wir haben nämlich auch einen YouTube-Kanal der Kunstverein Kohlenhof. Da könnt Sie ihr auch einmal vorangegangene Künstlergespräche oder Interviews nachlesen. Das ist immer ganz spannend. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Gute Zeit. Ja. So, als du gesagt hast, Daniel, dass das aufgezeichnet wird, da bin ich ein bisschen nervös geworden. Ehrlich gesagt. Und dann habe ich mir auch gedacht, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe einem Künstlergespräch zugesagt. Hatte ich schon echt lange nicht mehr. Und das letzte Mal beim Künstlergespräch habe ich mich mit dem Künstler vor 2 Stunden unterhalten. Und im tatsächlichen Gespräch konnte ich nichts mehr fragen. Mir ist nichts mehr eingefallen. Und dann wurde ich irgendwie, dann habe ich den irgendwie so ausgequetscht. Und das war für mich persönlich eine Katastrophe. Ich hoffe, das läuft jetzt besser. Mal sehen. Ja, es ist ein gewisser persönlicher Bezug da zum Christian Fittinghoff. Ich glaube, ich habe mit eins der ersten Bilder gesehen mit dem Nürnberg-Bezug, das du gemacht hast. Damals wohnten wir noch in einem Haus und haben uns relativ oft gesehen. Ich glaube, es war schon nach unserem Umzug aus der Bauerngasse. Und ich war sofort wie reingezogen in dieses Bild. Es hat ganz viel in mir angesprochen und abgerufen, und ich glaube, ich habe damals schon gesagt, wenn du da mal was machst, ich würde da gern einfach drüber schreiben. Und ja, so ist es dann ja auch gekommen. In diesem Sommer waren wir gemeinsam im Urlaub mit unseren Familien, und da habe ich dann so ein bisschen die heiße Phase des Buchdrucks mitbekommen, was auch sehr interessant war. Da ging es um das Lektorieren und um gewisse Texte. Und es war dann, ja, so wie so ein weiterer Schritt. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Ihr seid bald nicht mehr in der Bauerngasse, die hier auch schon, die hier verewigt ist auf verschiedenen Bildern. Und ja, wir sind schon vor einer Weile dort weggezogen, aber irgendwie sind da so Linien, die dort ihren Ausgang genommen haben, die dort zusammengelaufen sind. Das ist mir so vor 2, 3 Tagen auch noch mal so eingefallen und wurde mir so klar, die sich so durch die Bilder auch durchziehen. Und eigentlich gibt es diese Serie schon vor dem ersten Nürnberg-Bild. Und zwar habe ich bei dir im Atelier oder bei dir in der Wohnung ein Bild gesehen, wo ich dachte, das sei in Fürth. So ein düsteres Straßenbild. Aber wohin wir übrigens hinziehen werden. Ja, wo du mir dann letzte Woche beim Vorgespräch gesagt hast, das ist gar nicht Fürth, das ist Brüssel. Und es ist so düster, weil du einen ganz bestimmten Werkstoff verwendet hast. War, glaube ich, Teer. Und Teer wäre ja auch so eine prima Überleitung zur Stadt, zur Stadtgeschichte, zur Stadt. Spaziergängen, zu dem Material, auf dem man sich bewegt, wenn man durch die Stadt flaniert. Genau, in diesen Bildern ist ein ganz anderes Material vorherrschend als Basisstoff, nämlich Espresso. Kaffee, so als Grundstimmung. Ist das schon eine Frage? Ja, ich merke gerade, dass die erste Frage noch so auf sich warten lässt. Nee, und ausgehend von der Bauerngasse, die für mich hier so auch ganz zentral als Start steht, war ich dann natürlich auch bei meinen eigenen Gefühlen zum Thema Stadt, dass ich es total liebe, durch Städte zu gehen. Und mich so ein ganz eigentümliches Glück beschleicht, mehr noch als wenn ich durch die Landschaft oder durchs Grün gehe.
Und ich habe mir gedacht, dass das bei dir vielleicht ähnlich sein könnte, wenn du Wege durch die Stadt nimmst. Wie gehst du durch die Stadt, Christian? Hast du ein Notizblatt dabei? Hast du die Kamera hast du wahrscheinlich dabei? Mhm. Ich gehe und ich fahre durch die Stadt. Aber nicht Fahrrad, mit dem Auto? Nein, das war früher. Aber nicht mit dem Notizblock in der Hand und auch nicht mit der Kamera. Ich gehe durch die Stadt oder ich fahre mit und entdecke. Und wie ich jetzt zu dieser Serie gekommen bin, ist es eigentlich nie geplant gewesen, dass diese Serie eine Serie werden soll, sondern die ist entstanden. So wie eben auch bei jedem Menschen, der durch die Stadt geht und durch die Stadt flaniert und beobachtet, wie Stadt sich ändert oder was es eben an der Stadt gibt, passieren Dinge, entwickeln sich Dinge. Blicke werden entweder alt und älter und routinierter oder sie werden neu und frischer. Je nachdem, wie man es macht, selber macht oder wie man es sich selber bereizt und wie man da durch die Stadt gehen will. Das ist ein Faktor. Und bei mir ist es so gegangen, dass ich irgendwas dachte, dann irgendwas müsste man vielleicht mit. Man kann nicht immer nur jammern über Nürnberg. Oder man kann, doch, man kann sehr viel jammern über Nürnberg, aber irgendwann wird das Jammern dann auch langweilig. Und ich dachte, kann ich das eigentlich künstlerisch angehen? Und da fing das an, der Frühling breitete sich aus in der Bauerngasse. 2020, genau, 2020. Nicht nur der Frühling. Im genau. Der Wahnsinn. Ja, und und das schaut jetzt gerade genauso aus. Also es ist genauso vor 3 Jahren war das erste Bild. Und so ging das los. Da hatte ich dann das Gefühl, okay, ich könnte hier Malerei und Zeichnung verbinden, was für mich ein neuer, ganz neuer Wesenszug in meinem Werk ist, weil ich das noch nicht gemacht habe in der Form, dass ich gleichzeitig oder gleichwertig Malerei und Zeichnung in einem Bild bearbeite oder verwende. So. Also du färbst den Espresso mit? Der Espresso ist eine ganz andere Geschichte. Okay. Das ist, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern. Das finde ich persönlich sehr interessant. Ja, das macht sich halt gut, wenn das da steht, Espresso, Tusche und Farbe. Es gibt dem Ganzen halt so eine gewisse Gelassenheit. Ja, also Espresso zum einen kommt Kaffee ganz woanders her. Und zum anderen gibt es einem natürlich immer den. Also, der ist natürlich Espresso, internationaler Flair. Ne, das ist natürlich schon so, erhebe ich mich ein bisschen so aus dem Fenster raus. Aber der eigentliche Grund ist eigentlich der, dass der Kaffee einfach ein schönes Pigment ist, was man unterschätzt. Und dass das eben nicht nur in den Kleidern auftauchen kann und sich da hartnäckig hält, sondern eben auch in Bildern und auf Papier. Als Pigment und es ist eine Grundlage als Teint oder als Stimmung in all den ganzen Bildern. Also in jedem Bild ist Kaffee dabei als Vorgrundlage oder auch als Element, wie auch immer. Das ist so ein bisschen geartet. Wie bei aller Prima-Malerei, so hinwerfen, leichtes Pigmentieren, keine konkrete Form einnehmen. Ich wie so ein Teppich. Weiß jetzt nicht genau, was aller Prima-Malerei ist. So was ähnliches wie eine Schnellmal, also diese Schnellmalweise, ja, ja, über die wir gesprochen hatten. Auch. Genau, das ist im Barock verwendet worden. So, das, also ich kenne es aus der Zeit, als ich in Antwerpen studiert habe, da haben wir sehr konventionell gearbeitet und wurde gearbeitet und mussten kopieren, alte Meister kopieren und da wurde uns die Technik verraten, wie die alten Meister schnell malen konnten und das ist genau der Punkt, man hatte keine weiße Leinwand mehr oder grundierte weiße Leinwand, sondern man hat einen Ton drauf, den man verwendet im ganzen Bild und der taucht dann auf in Landschaften, in Häuserfronten oder eben auch in Körperteilen, in Schattierungen, immer der gleiche Ton und wenn man das dann mal erkannt hat, dann sieht man nur noch Töne, wenn man diese Barockbilder sieht. Also, das ist der Ton, den er verwendet. Schau, da ist er, da ist er, da ist er. Aber das eigentliche Bild sieht man fast nicht mehr. Ja, das gut, ist das ist bei dir jetzt nicht so. Man sieht das eigene Bild ganz gut, aber trotzdem zieht sich so eine Tonigkeit schon auch durch die Serie. Ja, durch. Schon, ja, genau. Und dann blau, also das ist ja auch himmlische und gleichzeitig geerdete. Mhm. Genau. Mir ging das so, als ich mich eingesehen habe in die Bilder, dass ich so ganz beglückt war davon, dass es so wahnsinnige Farbflächen sind, die so auch so was Zufälliges haben, dann wieder was Gebändigtes haben. Dann kommt diese Struktur dazu, die Zeichnung, die so ist wie Ornament, Gekritzel, also Konstruktion, was Haltendes. Und das
ja, das spricht so miteinander, es wechselt sich ab und führt immer mehr in die Tiefe und ja, zieht also, einen so in den Raum rein. Das Zeichner ist es, zeichnerisch ist es glücklich gemacht. Das ist doch schön. Ja, wahrscheinlich auch eine meiner Lieblingsambitionen, um Menschen glücklich zu machen mit den Bildern. Auf jeden Fall. Zeichnung ist ja eine Linie. Also, man kann also das Sujet linear betrachten oder man kann es eben flächig betrachten, farblich betrachten und dann natürlich auch Tiefe räumlich betrachten. Und alles ist, hat eine Eigenart und eine eigene, einen eigenen Umgang für Bild für Bild. Also ich verwende das nicht alles gleich. Das ist bestimmt das Bild selber. Das kann Zeichnungen geben, die viel reduzierter sind oder Bilder mit Zeichnungen, die reduzierter sind oder Bilder, die halt einfach ganz stark durch Zeichnung geprägt sind, wie eben eines der ersten hier. Das ist eine ganz starke Zeichnung. Schriftur und dann Textur und Ornamentik ist auch dabei natürlich so. Aber auch viel Fantasie. Mit Zeichnung kannst du halt raus mit anderen in alle möglichen Bereiche. Das ist, siehe Comic, ganze Kultur oder auch überhaupt surrealistische Zeichnung oder sowas. Da geht es richtig fett ab. Ja, an Comic habe ich tatsächlich auch an ein paar Stellen denken müssen. An so Graphic Novels und ja, das ist genau so die Geschichte, Linie, die sich eben so entwickelt und entrollt. Und ja, oder die Geschichte geht hier los. Das ist ein Raum, ich gebe den Raum dafür, jetzt kann hier was passieren. Oder hier ist vielleicht was passiert, als Tatort oder so. Ja, so eine Dramaturgie haben tatsächlich auch einige dieser Bilder. Also gerade zum Beispiel, das schaue ich jetzt die ganze Zeit drauf, wenn ich nicht gerade auf dich schaue, dieses aus dem Dunkel kommen und dann voll ins Licht gehen. Also es ist eine Stimmung drin, ja, genau. Es ist ein Geräusch drin tatsächlich, das Geräusch der Stadt drin. Und ja, es könnte sich eine ganze Welt entrollen. Oder man hat auch das eigene Erlebnis, wenn man von der Südstadt zurück nach Gostenhof, Steinbühl und dann so die Stimmung, den Geruch des Staubes um einen rum. Also es ist so eine ganz, es sind richtig Geschichten und Aktionen drin in den. Ja, ja, genau. Also da in dem Moment ist es auch eine Höllenfahrt, wenn man da durchfährt. Und das ist, deswegen heißt es auch so. Weil heißt Höllenfahrt? Ich glaube. Ja, heißt Höllenfahrt. Ja, wenn es draußen so Juli, Ende Juli, dann ist es auch echt eine Höllenfahrt. Da ist kein einziger Baum. Nee, es ist vor allem. Es ist Betonwüste. Es ist dunkel. Also es ist fast keine Beleuchtung. Es ist schwarz. Du bist da drin. In dem Tunnel jetzt konkret. Ja, ja, Steinbilder Tunnel. Also da sind ja verschiedene Gleise und also Brücken oder unter, wie nennt man das, Unterführungen. Und die älteste ist die schlimmste mit den Kacheln. Also du hast da kaum Beleuchtung und du bist im Moment, der ist wirklich so schwarz, dass du dann vor allem durch die Lichteffekte und dann kommst du da raus und siehst da hinten so ein wunderschönes Haus, wie dieses Hochhaus, was sich in was an anderer Stelle auch noch auftaucht. Was sich so einfach wegbeamen könnte, das könnte das Bari sein, Ancona oder irgendwo auch immer. Und ist es aber nicht. Oder Cingoli. Oder Cingoli, genau. Da ist es ist noch weniger. Du ernährst dich da dran und das dann wird dann immer mehr Kohlenhof, Kohlenhof, Kohlenhof und dann bist du wieder zu Hause. So, aber das für den Moment, es gibt so Ticks und die finde ich spannend zu entdecken beim Flanieren oder beim einfach von A nach B fahren. Das hat man in Nürnberg aber ziemlich oft, in Brüssel übrigens auch. Ich habe mir Brüssel noch mal ein bisschen angeschaut, wo du auch studiert hast, auch wegen des Brutalismus, also dieser bestimmten Art, auch Beton flächig zu bauen. Das habe ich, und ich kann es eigentlich gar nicht übersehen, wenn ich durch Nürnberg gehe, diese Gegensätze zwischen, du hast was ganz Altes und dann stößt du wieder auf einen 60er-Jahre-Bau oder auf einen 50er-Jahre-Bau. Klar, durch die Zerstörungen im Krieg haben wir einfach ganz viel aus dieser Zeit. Und ja, diese Gegensätzlichkeit ist was einfach, jetzt habe ich den Faden verloren, was reizvoll das, ist. Ja, und das ist reizvoll, ja, ja. Was ich dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel diese Bilder gesehen hat, nicht mehr wegsehen lässt. Also es ist ein bisschen wie eine Seeschule. Ich musste an mein Studium der Kunstgeschichte denken, als ich am Anfang Architekturgeschichte gemacht habe und total beglückt war über all diese neuen Begriffe und Elemente, die ich auf einmal alle sehen konnte. Aha. Also dieses Sehen dürfen, dieses sich erlauben, sehen zu können, das ist etwas so Bereicherndes und Großartiges. Und diesem Blick bin ich auch in deinen Bildern. Oder kann man also sehen ist ein schöner Punkt, das ist, weil sehen. Darum geht es ja eigentlich. Also auch sehen, so. Erkennen eigentlich. Ja, oder sehen, lernen. Oder Geschichte einfach. Erkennen. Da
Die Stadt ist ja nicht nur die Stadt als großes Abstraktum oder so oder als große Gruppierung, ich bin jetzt in einer Stadt, sondern hat verschiedenste Orte und jeder Ort ist entweder hübsch, hässlich oder wie auch ich ihn selber benenne und könnte eine Inspiration sein für alles. Also für alles wie für die eigene Biografie, für Träume, für Erinnerungen, für Zukunft, für Geschichtenanfänge, für alles Mögliche. Du kannst dir eigentlich, wenn du sehend durch die Stadt gehst, deinen eigenen Film drehen. Das ist auch spannend zu sehen. Einfach, wenn du gute Tage hast oder sowas, entdeckst du und vor allem dich öffnest, entdeckst du einfach so Surreales in der Stadt. Menschen, die Dinge machen, wo dann die normalerweise, die sie wahrscheinlich jeden Tag machen, aber das hast du noch nie gesehen. Und plötzlich siehst du sie und erfährst du sie. Und das ist, was du in der Natur anders erlebst, weil sie viel dominanter ist. In der Stadt bist du quasi einer von vielen. Das sind so Kollegen, ne? So Künstlerkollegen, wenn man so will, überall. Ja? Und dann kannst du dich daran erfreuen. Wo wir gewohnt haben, da war ja genau so ein Zusammentreffen von diesen verschiedenen Stadtebenen. Also hinterm Plärrer Bauerngasse, wir hatten das Jugendstil Volksbad in dem Eck, den Frankenschnellweg, die Bahn, den Rochusfriedhof, der auch ein paar Mal hier in dem Buch, in der Ausstellung auftaucht, den Plärrer und gleichzeitig auch so eine Szene von ganz viel ausländischen Läden und eine fast exotische Stimmung im Sommer, wenn du vorfährst vom Platz, vom Petra-Kelly-Platz, vom Plärrer. Dann konntest du dich richtig öffnen für alles Fremde und für ja, so ein Konglomerat an Einflüssen, die vielleicht jetzt gar nicht so spezifisch nürnbergisch sind, aber doch absolut nürnbergisch sind. Da kam so dieses, es kamen so die verschiedenen Schichten dieser Stadt zusammen. Also so Mittelalter, Drittes Reich. Also an den Gebäuden, Menschen. An den Gebäuden, genau. Weniger. Also das ist ja auch das, klar, was in deinem Buch absolut ersichtlich ist, dass du den Blick hast auf die Stadtgeschichte und das aber gleichzeitig immer wieder mit ganz alltäglichen Blicken zusammenbringst. Aber nichts höher oder niedriger machst. Das ist eigentlich gleichwertig. Das macht ja, das darf ja jeder machen, wie er will. Ja. Das ist, die Bilder sind die Angebote. Und die Orte, ich wurde mal gefragt, ob ich das eigentlich nur jetzt im Nürnberger Raum ausstellen kann, weil das ja Nürnberg-Bilder sind und wer will denn in Schweinfurt irgendwas mit Nürnberg anschauen? Und dann dachte ich, doch, weil ich würde mir ja auch was von Schweinfurt hier anschauen. Also das hat einen urbanen Charakter und diese Urbanität, die uns alle umfasst, was ist aus unserer Zivilisation entstanden, wenn wir uns drumherum schauen, genau das, was wir immer sehen. Und das sollte eigentlich anmuten zu Überlegungen, wollen wir das eigentlich, was wir hier sehen, oder gibt es da noch was anderes, andere Möglichkeiten oder eine andere Ebene vielleicht oder so, wo man es dann treffen kann und sagen kann, hey, irgendwie müssten wir noch was ändern. Wer ändert was? Wer macht das? Wer ist verantwortlich für die Dinge oder so? Und das finde ich spannend anzuregen. Ich kann es nicht ändern, aber ich kann mit dem künstlerischen Werk, mit dem Bild oder sowas, an Anlass geben zum Weiterdenken oder zum Agieren vielleicht sogar am Ende. Das wäre etwas Schönes. Was würden wir denn ändern wollen, Christian? Dass die Autos vielleicht ein bisschen rauskommen aus der Stadt? Nicht nur ein bisschen, sondern Autos. Also weil die Autos, ich finde die ja wunderbar. Hast du bei den Autos angefangen, dann kommen wir zu den Menschen. Also es sind ja sehr viele Autos zu sehen. Und ich habe es auch in meinem Text kurz mit einem Satz erwähnt. Ich finde die ja großartig, weil sie sind so wie Zeugen von etwas, das es vielleicht nicht mehr allzu lang geben wird. Diese Blechlawine, die sind irgendwie noch da, die nehmen jede Menge Platz ein. Sie spiegeln das Licht, den Himmel. Aber ja, da in der Bauerngasse parkt gerade eins ein, erinnert mich an die Schleifen, die ich gezogen habe, um endlich mal einen Parkplatz zu finden. Es gibt wahnsinnig viele Autos in Nürnberg. Also der Daniel hat ja gesagt, Nürnberg wurde gebaut nach dem Krieg zur Autostadt, als Autostadt. Und ich finde, die sind da immer noch dran. So. Also das hat noch nicht aufgehört. Ja, und fürchte, dass das nicht unbedingt das Ende ist, was ich jetzt immer gemalt habe von der Autowelt, sondern es gibt so Städte, die sind einfach so geprägt. Stuttgart ist auch so eine Stadt, dass das Auto im Vordergrund ist in unserer Mobilität und auch in unserem Alltag.
Aber das ist natürlich jetzt nicht so jetzt das Thema von den Bildern schlechthin, aber es ist ein Thema auf jeden Fall von Nürnberg. Das würde ich schon festhalten. Aber was ich vorhin meinte, ist, dass diese Bilder sollen anregen, auch grundsätzlich, was mache ich eigentlich in meiner Stadt? Wie ist es in Duisburg? Duisburg ist zum Beispiel ziemlich ähnlich, hat ähnliche Höhe von Migrationshintergrund, und damit nicht nur Migrationshintergrund, sondern Internationalität und Diversität in der Stadt. Und das sind aber zwei total andere Städte und gehen anders damit um. Ja, und das ist dann zum Beispiel interessant zu beleuchten, ja, was ist eigentlich dieser ganze, das Milieu, in dem wir uns befinden, die Multikulti-Kultur, die ja letztendlich viel parallel da ist. Was macht das mit uns in einer Stadt und wie taucht sie eigentlich auf oder ist sie einfach nur parallel? Und da ist es, stelle ich mir auch als Künstler die Frage, wo ist die Kunst in der Stadt, wie ist die Kunst vorhanden, dringt die eigentlich in Gostenhof, ja, in die Gostenhofener Hauptstraße, taucht da meine Kunst eigentlich auf irgendwo? Nee, ja nicht. Aber das Leben von den Menschen, die dort sind, taucht ja auch nicht in mein Leben auf. So, insofern, das sind so Parallelwelten, die wir da haben, zum Beispiel als ein Faktor, wie man sich über Stadt oder über den Ort, in dem man lebt, Gedanken machen kann. Und wo findet man Anregungen, was zu ändern? Es gibt ganz viele Autos raus, natürlich, aber auch, wie kann ich Häuser anmalen zum Beispiel? Warum gibt es keine Murals hier in der Stadt oder kaum welche? Oder wieso sind alle, im Augenblick ist Grau so ein wahnsinnig angesagter, bei den modernen Architekten angesagte Farbe, wo ich denke, das hatten man eigentlich in Ostdeutschland schon gehabt, aus einem ganz anderen Grund heraus. Muss man jetzt genau das abbilden? Das ist so ein ostdeutscher Touch wird oder so. Mich beruhigt es immer so ein bisschen, das Grau. Aha. Ja. Ja, ich finde es halt eher farblos. Also ich finde es schön, wenn viel Grün da ist, was wir in der Stadt nicht haben. Ich meine, genau, die hier im Raum sind, wir kennen uns ja doch schon ganz gut aus mit dem, wie Nürnberg nach dem Krieg aufgebaut wurde und dass Bäume bewusst nicht gepflanzt wurden, weil sie auch im mittelalterlichen Stadtbild nicht vorhanden waren. Echt? Ja, klar, das war Brandgefahr. Wenn Bäume brennen, dann zack, springt es von einem zum anderen Haus und das wollte man jetzt nicht riskieren. Also es gab einfach wenig Bäume und es wurde dann auch eben so beibehalten. Aber es gab auch noch einen anderen Plan, Nürnberg aufzubauen. Ja, im Krieg. Mhm. Ja, ich glaube, mit einer Stimme habe ich in einem Text gelesen, ist gegen diesen Plan entschieden worden. Ja, genau, sonst hätten wir hier so eine Art Planstadt gehabt. Ohne dieses mittelalterliche Gerüst, das ja jetzt auch als Touristenattraktion das ist aber, nach wie vor die, genau, das ist ja also es hätte irre. Die Möglichkeit gegeben, in einer komplett anderen Stadt zu leben. Genau, aber der Witz ist ja eigentlich der, dass in der Zeit nach dem Krieg wesentlich mehr über die Stadt gedacht wurde als heutzutage. Wie will ich sie eigentlich planen? Was wollen wir überhaupt für eine Stadt haben? Der Anlass war halt aktuell, die Stadt war zerstört und man musste. Ja, schauen Sie jetzt an. Ja, also ich sag's überspitzt, ja, weil das weil ich das Phänomen finde, dass wir einfach oder ich persönlich, aber insgesamt gibt es einfach viel zu wenig Gruppierungen, die einwirken können in ein Stadtbild und dass ein Stadtbild auch vielleicht demokratischer ist oder dass man Dinge einfach nicht so hinnehmen muss, wie sie geschehen. Wie da der Schlüssel ist, weiß ich nicht. Das ist aber mein Schlüssel hier für mich selber, dass ich einfach dann anrege, es bunt zu machen oder also bunt als Metaphor. Also Sie bekommen halt eine ganz besondere Energie, diese Gebäude und die Plätze, die du zeigst. Also für mich sind sie schon transformiert und leicht verändert zu dem, wie sie in Wirklichkeit sind, weil sie so dieses innere Leben haben, mehr als in der Realität. Also auch diese Passage zum Beispiel durch unterm Plärrer durch, der U-Bahnhof. Das, was man eben täglich geht, oder was wir zumindest täglich gegangen sind, das bekommt so eine ganz, also es ist für mich fast wie ein Tor in nochmal eine andere Ebene. Also ich sehe immer, also bei ganz vielen deiner Arbeiten, wie so eine Ebene dazwischen, so dieses Dazwischen. Es ist eine Möglichkeit da, es sind ja auch keine Menschen zu sehen, die sind vielleicht gerade in einer leicht verschobenen Zeitsphäre unterwegs. Und es ist sowas wie wie so eine ganz minimal verschobene Energie zu der Realität, so eine Möglichkeit, so ein Liedschlag später könnte es ganz anders weitergehen, so diesen Zeitmoment, den
empfinde ich ganz stark in deinen Arbeiten und eben auch dadurch die Möglichkeit, ja, vielleicht was ganz verändert anzugehen. Ja, wir hatten uns auch unterhalten über eine Initiative in Nürnberg, die für den Rückbau des Frankenschnellwegs ist, wieder zu einem Kanal. Ah ja, ja, ja. Ja, also so eine Möglichkeiten gibt es. Ja, das ja, ist schon, ja, genau. Also, ja, aber ja, vielleicht zaghafter als in anderen Städten, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja. Wenn man von weit weg auf Nürnberg schaut, ist es ganz interessant. Man sieht die Bundesagentur, man sieht die Burg, man sieht den Fernsehturm, den Business Tower und den Schmausenburg. Das sind so die Koordinaten, die man von oben, von weit weg sieht. Wenn man dann reingeht, reinspaziert, ich habe mir dieses Buch gekauft, Warum ist Landschaft schön? Spaziergangswissenschaften. Dann, dann begibt man sich so in das Feld der Stadt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist, Christian, sprich du doch noch mal weiter, bis ich meinen Faden wieder gefunden habe. In dem Stadtlandfluss hier. Ja, also ins Feld rein finde ich auch ganz witzig. So, also dieser Business Tower hat mich aber dazu geführt, dass ich sogar einen Liedtext geschrieben habe bei Nürnberg, den ich gestern vorgetragen habe. Aber das ist auch so ein Ding. Also dieser Business Tower ist schon prägnant als Beispiel. Ich kenne jemand persönlich, der dort sein Büro hatte und war ganz begeistert, da muss man rein oder sowas. Und dann sind die Wehen und fahren es wieder raus und sagen, nee, das ist das Schlimmste, was es gibt. Also es wird gebaut als die Möglichkeit, da kann man was machen oder da kommen jetzt die ganzen Leutchen rein. Der Business Center, Business Tower wird es auch noch genannt. Und da will aber eigentlich keiner rein oder keiner in Anführungszeichen. Aber dieses Phänomen, ja, mit wem mache ich eigentlich was zusammen oder wer profitiert von Stadt? Und das ist auch noch ein Faktor, was mich auch interessiert. Nicht so stark jetzt in den Bildern wahrscheinlich, aber generell. Vielleicht kommt man auch da drauf, so, was ist denn das eigentlich? Ja, doch, Züge fahren durch die Stadt. Ne? Ich habe das da gemalt mit den Chemietransportzügen oder Chemiebehälterzügen oder Güterzügen. Was ist denn da drin? Ne? Und das haben wir gestern, standen wir da vorne, ja, wenn man das weiß, diese Zeichen deuten kann, dann könnte man es wahrscheinlich erahnen. Ich habe aber nie gelernt, wie sie diese Zeichen sind. Ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man das in der Schule unbedingt lernt, wie sie das Zeichen heißen. Wollte ich auch gerade sagen, das wäre halt nochmal so eine Spezialwissenschaft. Ich finde das schon interessant, dass jetzt solche Transporter durch die Stadt fahren dürfen. Na klar, es gibt die Schienen und so, das geht nicht, wahrscheinlich nicht anders. Oder wäre es nicht sinnvoller, weil man überlegt, hier leben 500.000 Menschen, ob man solche Transporte nicht irgendwie anders machen müsste. Kommen einem dann als Gedanken, wenn man sie sieht und wenn man sie wahrnimmt. Wenn die einfach nur immer nur durchfahren und man nimmt sie nicht wahr, oder man nimmt sie wahr in der Hinsicht, dass es nicht wichtig ist, dass man den Fokus nicht drauf legt, dann fahren die halt immer weiter durch. Also das sind so die Gedanken, die ich so habe. Ja, ich mag ja diese transitorischen Momente, wenn so Züge durch die Stadt fahren, mhm, und man so dieses Gefühl hat, ja, da gehen die Schienen irgendwo hin und es ist also so die, ja, Möglichkeit von Du wirst, von aber, Ferne nicht ein, du wirst aber nicht einsteigen dabei in den Chemiewaggon. Nee, das nicht, aber ich weiß, dass sie sich von A nach B bewegen. Aha. Und ich bin also wie so ein dann, kleiner, ja, Stein auf diesem Weg. Ich bin auch eher froh, dass sie dann wieder raus sind. Wobei, die standen da. Die stehen da manchmal. Ja, aber apropos stehen, was ich ja interessant finde, du hast auch ein Bild hier, das ist nicht in Nürnberg, das ist in Röthenbach an der Pegnitz, nämlich der S-Bahnhof Steinberg, mhm, da wo wir hingezogen sind vor einiger Zeit, als wir aus der Bauerngasse weggezogen sind. Da stand ich als 15-Jährige und stehe jetzt wieder, um in die Stadt zu fahren. Und du hast noch einen Bahnhof hier mit aufgenommen, und zwar Rothenburger Straße. Ja, sogar mehr. So, der Hauptbahnhof auch, dieser transitorische Moment, dieses Dazwischen. Und das ist auch was, was ich auch auffallend finde. Dieses Moment von hier nach dort kommen. Wahrscheinlich, weil es einfach in der Stadt eingegriffen ist. Ja, ja, aber so entstehen ja die Sujets, also die Bilder, die Vorbilder und die Motive entstehen so. Weil, also der Röttenbacher Bahnhof
Das ist, ich weiß nicht, ob man den als Bahnhof bezeichnen kann, das ist einfach eine Haltestelle mit dem Dach drüber, aber in Beton gegossen. Ja. Also es ist einfach, das ganze Ding ist, wie, als wäre es so runtergefallen, zack, jetzt ist es da. Allerdings nicht nur da, sondern eben in allen Vororten, in Anführungszeichen, Reutenbach ist kein Vorort, ne, von Nürnberg. Nee, es ist eine eigenständige Stadt. Eigene Stadt, genau. Fühlt sich aber an wie ein Vorort. Naja, und also das ist ja überall, also das plötzlich siehst du da die überall und das steht dann quasi auch als Metaphor für Brutalismus im Funktionalismus, würde jetzt der Marian Wild sagen. Also das ist ja nicht genau, es ist eigentlich kein Brutalismus, sondern es ist einfach ein billiger Bau, da setzt man sich hin und da soll man sich auch nicht wohlfühlen, sondern man soll ja wieder weg. Und genauso ist dieser Zweck da, ja? Und das ist ein Zweckbau. Ja? Das ist, ich finde es unglaublich hässlich und ich kenne jetzt durch Fahrten durch ganz Europa Bahnhöfe und kleine Bahnhöfe, so wirklich zierliche Provinzbahnhöfe, die einfach mit liebevoll gemacht sind und vor allem alle ein bisschen anders. Und da denke ich mir, könnte man ja auch mal hier probieren. So. Das hat sich ja gerade eben erst so entwickelt, dass alle gleich aussehen. Es wird jetzt wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis alles wieder sehr individuell wird, weil man sich satt gesehen hat. Ich mache mir immer den Gedanken, warum das so ist, dass man irgendwie das alles so gleich machen will. Ich verstehe es eigentlich nicht so richtig. Ich verstehe es auch nicht. Weil, was ist da dahinter? Also man verdient natürlich, oder vielmehr, es ist billiger. Ist halt praktisch wahrscheinlich, keine Ahnung. Bei einem der Arbeiten, die auch ganz prominent im Buch ist, ist der Blick aufs Opernhaus. Da schaut man durch so ein, auf deinem Bild zumindest, durch ganz viel Grün, durch so ein Dickicht durch, wo fast so etwas wie eine Vision von einer anderen Stadt, von der Möglichkeit einer anderen Stadtgestaltung zu ahnen ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Der ist entstanden beim Fahrradfahren. Plötzlich musste ich bremsen und sagen, hey, da war was. Und dann fuhr ich zurück und da war eben nur für einen kurzen Augenblick dieses Opernhaus und das ganze Ambiente des Theaters quasi umringt von Natur und total unwirklich, aber es gibt die in dem Blick, es gibt diese Natur auch, aber das ist halt einfach nur eigentlich dieser perspektivische Ausschnitt, ne, von ganz nah und dann ganz fern, so dass man das Gefühl hat, das könnte jetzt eigentlich auch im Wald plötzlich erscheinen, also dass du läufst und eine Lichtung ist da. Und ja, mir kam es so vor, wirklich, als würde sich eine Lichtung aufmachen, als würde was wuchern und wachsen können, genau da. Und dann musste ich aber auch an das denken, was im Rücken steht. Ich glaube, das ist ungefähr die Schneise, das ist so dieses relativ junge Denkmal für die Opfer des NSU. Könnte sein, ja. Ja. Und ja, das könnte sein, ja. Hat das eine Rolle gespielt bei deinen Streifzügen durch die Stadt, so dieses Erkennen von der jüngeren Stadtgeschichte, weil Nationalsozialismus oder die Bauten des Nationalsozialismus sind natürlich hier prominent. Die zeigst du ja auch auf eine ganz, wie ich finde, sehr coole Art und Weise, nämlich aus Perspektiven, die ja in keinster Weise diese Größe und Macht und Dominanz zeigen, sondern eher das, als was jetzt genutzt werden. Also die Infrastruktur, die da ist, um das Volksfest zum Beispiel zu bedienen oder... Naja, aber auch gerade da ist das Volksfest ist im Schatten der Kongresshalle. Ne? Das Volksfest, ja. Das kann man so sehen und deswegen auch diese Bauten, die davor, also das sind quasi LKW-Anhänger oder auch Teile vom Volksfest, die dann immer wieder genommen werden. Die werden da geparkt an der Kongresshalle. Schaut schön hübsch aus oder schön, schön absurd auch, surreal oder wie auch immer man das nennen will. Das fällt sofort ein, wie krass dieser Bezug ist zu... Wir feiern heute zweimal im Jahr dieses Volksfest einerseits und haben daneben diese riesengroße Kongresshalle, die man nicht wegdenken kann. Also das heißt, dass bei jedem Schluck siehst du immer, ja, also musst du so hochschauen so, und dann siehst du immer diese Kongresshalle und das finde ich schon, das ist derb, ja, das ist hart, das ist typisch Nürnberg, aber auch ein Faktor, der halt anders ist, ist vielleicht im Schatten der, was weiß ich, Stahlwerkmeiler oder sowas, ja, dass du da deine Humpen trinkst oder sowas und immer wieder damit konfrontiert wirst oder so. Das ist, ich will es nicht bewerten, ne? Das kann man nicht bewerten, das ist einfach da. Und jetzt wäre es ja interessant, was draus zu machen oder was einen Schritt weiter zu gehen oder irgendwas, wie auch immer. Ja, bleibt abzuwarten. Also ich könnte mich auf dieses Volksfest nicht hinsetzen und da ein Bier trinken, da hätte ich Schwierigkeiten. Wegen der Gebäude?
Ja, wegen der anderen Umstände. Dieser Kraft, diese assoziative Kraft, der da ist, oder ja. Die assoziative Kraft, dass ich an Dinge denken muss, an die ich eigentlich nicht denken will gerade. Und das ist so schön, wenn man auf der Bergkirche, ich war in Erlangen, da hat man Bäume, ne? Und dann denkst du, dann bist du in der Natur, bist im riesen Biergarten, ist anders. Also, das klingt jetzt so alles, dass ich da Nürnberg bashen will, das überhaupt nicht, sondern ich finde Nürnberg gerade deswegen interessant, weil es so Risse hat und Brüche hat und die natürlich spannend sind, zu entdecken und daraus Bilder zu gestalten, weil sie über unser, vielleicht auch unsere surreale Empfangshoheit nachzudenken hat. Wir machen uns auf und denken, ja, das kriegen wir alles mit, wir können das alles vereinnahmen, auch wenn es absurd oder schräg oder merkwürdig in Anführungszeichen ist. Wie meinst du das mit dem Vereinnahmen? Naja, dass man einfach zum Beispiel ein Bier trinken kann, wenn man gleichzeitig auf die Kongresshalle schaut, das finde ich schwierig. Oder halt auch da zum Stadion gehen kann und erstmal durch das Reichsparteitagsgelände gehen muss und dann geht man in ein neues Stadion von heute rein und nicht ja. Die gleiche Assoziation zu haben, oh, es ist eigentlich wahrscheinlich fast das Gleiche oder nicht so weit weg. Ja? Oder zumindest die merkwürdigen Menschen, die da so grölen. Was haben die da gegrölt? Also sowas finde ich interessant, weil das, deswegen gibt es ein Bild, das heißt zwei Stadien. Ja, so, du hast dieses Reichsparteitagsstadion quasi, wo dann zigtausende, hunderttausende Menschen irgendwas gegrölt haben. Und dann hast du da jetzt heute das Max-Morlaum-Stadion, wo dann alle zwei Wochen Menschen grölen. Als nur als Ding, das man einfach, das muss man jetzt nicht werten. Kann man werten, aber das muss man nicht jetzt werten, sondern aber es ist halt da. Es sind diese Gleichzeitigkeit von, vielleicht ist es auch der ganz normale Wahnsinn, war das Gerhard Polt, ja, ich glaube. Ne? Ja, die Titel sind auch ganz interessant, wie du gerade angesprochen hast. Machthülle zum Beispiel für dieses wunderbare Step-Ruf-Gebäude, in dem jetzt das Heimatministerium, glaube ich, ist es immer noch drin? Ja, ich weiß es nicht genau, man sieht es so selten da die Minister. Ist es immer noch Heimatmuseum? Ich habe kein Minister reinlaufen. Ministerium? Ja. In. Schon. Ja, ich hatte da mal die Möglichkeit, einen Rundgang mitzumachen mit dem Kunstraum. Da sollten wir da Ausstellung machen und in dem Heimatministerium. Ja, also Kunstraum ist das Atelier für Menschen oder Künstler mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Und da war es so, das war leer. Es war einfach ganz leer. Es war provisorisch und ich fand das spannend. So ein riesengroßer, schöner Bau und so leer. Vorher war das ja mal, ich glaube, Vereinsbank oder irgendwie sowas. Ja, meine Bank. Hypo oder sowas. Und das ist so ein dominanter Bau und da ist ganz wenig drin. Also, und mittlerweile wahrscheinlich ist es anders, weil das war vor ein paar Jahren. Und dann gab es eine Kapelle da unten im Keller. Für die Leute, die... Die Hauskapelle. Die Hauskapelle. Und dachte ich, was machen die? Wann wird die benutzt, wenn da das Heimatministerium tagt? Wenn die Leute da waren oder so und dann die Angestellten runter in die Kapelle gehen? War lustig. Aber auch so komisch, wie so Religion... Ein kurzer, absurder Moment. Ja, da einziehen kann. Oder Religion, Meditation vielleicht sogar in eigentlich so ein doch recht protziges Gebäude. Vielleicht braucht es das. Ja. Ja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe als Stichwort ist die Energie einer Stadt. Dass man sich mit allen Sinnen auf eine Stadt einlässt, auf die Sprache, auf den Dialekt, auf das Herz einer Stadt. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit jemandem unterhalten, der gerade in Zürich gewesen ist, also gerade vor ein paar Tagen, und meinte, das war so verändert, weil die Leute so Angst hatten. Also man hat so die Angst ums Geld gespürt. Ach so, ja, okay. Das finde ich immer sehr interessant, wie, wenn ich in eine Stadt komme, wie, wie so der Geruch, wie so die Schwingung einer Stadt ist. Und ich finde, dass das in deinen Bildern... Also empfinde ich, das war so vorhin auch der Aufhänger und auch für mich so das, was ich sehr spannend fand oder was mich so reingezogen hat, dass die Stimmung Nürnberg so aufgefangen worden ist in deinen Arbeiten. Mhm. Ja. Also die ist, genau.
Ja, aber das ist ja auch so, dass es, das sind ja verschiedene Stimmungen. Das sind ja verschiedene Stimmungen, weil Nürnberg immer wieder sich konfrontieren muss mit Aufbau und Abriss und Aufbau und Wiederaufbau. Und darf das abgerissen werden? Darf die alte Post abgerissen werden? Naja, faschistischer Bau oder Nazi-Bau oder wie auch immer. Dann, was macht man mit der Erinnerungskultur? Was macht man mit den ganzen Gebäuden? Was macht man mit dem Hochbunker, der plötzlich da einfach auftaucht? Taucht eigentlich aus dem Nichts heraus, wenn du da den Ring fährst. Wo ich, in der Südstadt. In der Südstadt, ja. Was wird das? Das ist ein Lager. Das ist so ein riesengroßes Ding. Man könnte da, also es sind auch Flächen, also man könnte den bemalen lassen oder sowas oder irgendetwas machen. So steht er da, als wäre er so, als wäre, würde er nicht wissen, warum er da steht. Und ich, die ich schon jetzt lange in Nürnberg bin, nehme das wahr als etwas, was immer da war und was irgendwo so eine gewisse Stimmung hervorruft. Und sehe das vielleicht etwas kritikloser und nehme es einfach wahr als ja. Als etwas, was so ein Stückchen weit wieder in die Vergangenheit reingeht. Ja, das macht ja. Der hat ja einen Grund, warum er da steht oder stand. Jetzt nicht, weil also jetzt wird, glaube ich, keiner da sich da verstecken, wenn die Flieger kommen. Wir wissen doch gar nicht, wo der Eingang ist. Das ist, glaube ich, das große Problem erstmal. Das ist echt ein Problem, ja. Aber ja, wir werden Kunstbunker, so diese Hochbunker heißen die, glaube ich. Ne? Wie werden die genutzt in anderen Städten und wie werden sie halt nicht genutzt? Das kann man sich fragen. Ne? Und ich finde das wichtig, dass man sich auch so mit solchen Fragen konfrontiert in der Stadt. Einfach wie kann man auch einfach aus persönlichen Gründen, als Künstler ist es schwierig zu überleben in der Stadt, wo Kunst so wenig da ist. Meinst du also jetzt speziell vorhanden. In Nürnberg? Mhm. Nürnberg? Du meinst ist Kunst im öffentlichen Raum jetzt oder ja, Kunst in ja, der ja, ja, Diskussion, in der öffentlichen Wahrnehmung? Ja, in einem mehr oder minder in allen Bereichen eigentlich, was das angeht. So. Aber nicht nur. Also es gibt ja überall Ansätze, deswegen kann man das nicht verallgemeinern. So. Aber die Möglichkeiten für Künstler hier sind einfach beschränkt, und weil der Markt so klein ist, also ein ganz kleiner Markt. Und dadurch kannst du einfach schwierig, eine Ökonomie aufzubauen als Künstler hier. Und das macht es wiederum dann natürlich auch, dann bist du hellhörig, wenn Dinge einfach nicht geschehen und wenn Dinge an anderen Städten einfach leichter geschehen oder mit mehr Versuchslust, ja, Lust am Probieren entstehen. Und da bin ich nicht der Einzige, also da bin ich ja, also das ist auch, wenn du hier designmäßig was machen willst in der Stadt, im öffentlichen Raum was machen willst oder sowas, ist einfach sehr schwierig auf Dauer. Oder ja, die Geduld zu haben durch die... Vielleicht, weil von Seiten der Stadt es wenig experimentell visionär ist. Also ja, ich weiß gar nicht. Ich will es gar nicht so vertiefen, weil ich habe keine Ahnung, was es genau der Grund ist. Aber das stelle ich fest. Und damit will ich halt was machen. Und das so ist mitunter auch eigentlich so Serie einerseits entstanden, aber auch vor allem des Buches so entstanden, dass ich Autoren und Autorinnen haben wollte, die auch Stellung beziehen zur Stadt aus verschiedensten Blickwinkeln, um ja, sich damit auseinanderzusetzen von heute, von jetzt. Und das war ein Anliegen und ja, hat gepasst. Also, Leute haben Lust gehabt, das zu machen, Lust damit zu machen, um sich die Stadt anzuschauen mit ihren eigenen künstlerischen Formen. Ich habe mir das Buch jetzt noch mal richtig durchgelesen, die letzten zwei Tage, und war auch noch mal ganz beglückt eigentlich drüber, über diese Vielfalt der Texte über die Stadt. Und wir hatten noch über uns unterhalten über den Text von Hermann Kästen, der nun wirklich schon sehr alt ist, über sein Sitzen am Dutzenteich. Er hat Julius Streicher gesehen. Und es ist eine Szene, die total zeitgenössisch klingt, so wie sie geschrieben ist. Wie heißt nochmal das Café da? Das ist der Name am Dutzenteich. Gutmann. Gutmann, ja genau. Das hieß damals auch, glaube ich, schon Gutmann. 1920, oder ist auf jeden Fall so ein Café. Also noch vor dem krassen Nationalsozialismus, sondern im Vorfeld. Ja. Ja, wobei er den Text hat er ja später geschrieben, also in Erinnerung, was er dann eben auch wahnsinnig fand oder auch prägnant, dass eben in seiner Stadt, in der Stadt, in der er das macht und schreibt,
er überhaupt nicht in irgendeiner Form einen Gedanken davon natürlich haben kann, dass in 8 Jahren da jetzt diese Stadt als Nazi-Stadt erhoben wird für Nazi-Aufmärsche. Und das in Erinnerung, dass eben jener Julius Streicher, Herausgeber oder Chefredakteur des Stürmers, ja, dass der daneben sitzt mit seinem Dackel und er schreibt da seinen ersten Roman. Das fand er einfach bemerkenswert in so einer Situation, wie so ein Raum ist. Was wissen wir, wenn wir durch die Stadt laufen, was in dieser Stadt alles da ist oder so. Aber was wir wissen, ist das, was wir sehen. Und das, finde ich, ist dementsprechend. Der schaute natürlich nicht auf eine Kongresshalle da. Ist auch bedenkenswert. Ja, der konnte sein Bier noch trinken, ohne da drauf gucken zu müssen. Den Dutzenscheich, den Teich gab es schon. Ne? Ja, aber noch nicht zerhackt durch die große Straße. Da gab es noch so eine Seenlandschaft. Ja, genau. Ja, also die aktuelle Umweltwahrnehmung unterliegt den historischen Bedingungen. Habe ich hier noch so rausgeschrieben aus den Spaziergangswissenschaften. Genau. Sind denn noch Fragen im Publikum zum Christian? Haben wir euch ermattet? Ja. Also ich denke, auf jeden Fall ist ersichtlich, dass Raum durch Bewegung erfahrbar ist. Das ist eine Frage. Ja. Quasi diese Dinge, die was urban machen, in den Straßen, also irgendwelche Ladenschilder, Auslagen, irgendwas, was raushängt, was vor der Tür, also dieses ganze Lebendige ist ja quasi getilgt. Genau, was ist damit so auf sich? Ja. Also das hat einen Grund, weil ich eher so das dahinter eigentlich haben wollte. Also mich haben die Gebäude in erster Linie interessiert, Straßen interessieren mich, Straßenzüge, Natur kommt schon vor hier und da, aber eigentlich auch nicht so viel, weil es dann schwierig ist, denn ich wollte wissen, was haben die Menschen gebaut, was haben sie gemacht, nicht was sie alltäglich machen. Und deswegen also nicht die alltägliche Arbeit. Und warum sie nicht da sind, die Menschen, ist ganz einfach. Wenn du einen Mensch da drin hast, dann ist der Fokus so stark da auf die Person, dass du einfach die Person erstmal siehst, was macht die da. Ja? Und nicht den Ort, das Milieu. Es gibt ja diese historischen Fotografien, die von der Stift oder daran. Also mich erinnert es ein bisschen daran, dass früher die Fotografien, die sind dann auch oftmals diese Plätze ohne Menschen. Und schon, also aus dem Grund jetzt, weil die Belichtung einfach, also wenn da Leute durchgelaufen dann war die Belichtung einfach so lange. Und das finde ich so ganz interessant eigentlich, dass du diesen Schritt eben auch so machst. Das sind halt, also Passanten, die sind dann wieder weg. Und das ist so ein bisschen so ein Zeitfaktor oder so ein vertiefender, also ein Vertiefen durch diese Zeit, wo die Leute dann einfach schon durch sind. Also so habe ich mir irgendwie so ein inneres Bild, was ich so davon habe. Also mir ging das ganz genauso. Ich hatte immer so das Gefühl, die sind da, so wie so ein paar Zellen oder ein paar Schatten, von denen sie noch irgendwie da, aber sie sind halt doch nicht greifbar. Das ist auch gesagt mit dieser Zeit eben, also dass die ein bisschen auf einer anderen Zeitschiene, das fand ich ein ganz gutes, also das hat sich mit dem verknüpft, was ich so wiederum mit diesen historischen Fotografien verknüpft. Ja, ich denke, es dauert nur so einen ganz kurzen Moment, dann wären sie wieder da. Aber es ist immer wie so kurz davor oder kurz hinterher oder eben verschwunden in der Belichtung. Ja, die stehen alle hinter mir. Das ist wie beim Filmdreh, genau. Also ich kann oder Sie machen Sie das. Also ich finde es tatsächlich schön, dass keine Menschen zu sehen sind, weil ich finde, da liegt der Fokus irgendwie wirklich auf den Gebäuden oder auch auf den Autos, weil es ist ja doch sehr prägnant. Ich habe die ganze Zeit überlegt, also es gibt 2 Bilder, die mir richtig, also immer fort ins Auge fallen. Das ist einmal hinter Ihnen das und einmal hier drüben das Bild ganz am Ende mit dem Blick auf das neue Hotel. Das ist ja dieses Hotel One oder Hotel oder wie auch immer. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, so, man erkennt tatsächlich auch
obwohl die Autos ja verfremdet sind, irgendwie so von der Zeitung, habe ich mal überlegt, welche Automarke ist denn? Ja, also irgendwie erkennt man ein bisschen VW so in der Richtung oder auch eine größere Limousine 20 und zeigt ja tatsächlich wirklich die prägnanten Orte in Nürnberg. Ich bin ja kein gebürtiger Nürnberger, aber ich glaube 70% habe ich so auf Anhieb erkannt, wo was ist. Und teilweise geht es mir dann so, ich habe mir eingebildet, ich kenne den Ort, als ich vorhin hier durchgelaufen bin. Und dann steht ja teilweise dabei, was es ist. Aber ich habe es mit einem anderen Ort in Nürnberg in Verbindung gebracht. Das ist, glaube ich, zeigt eben auch, wie die Architektur sich wiederholt, aufgrund dessen, dass ja durch die Zerstörung und Lückenschluss und wie auch immer Funktionalität. Und eins habe ich noch vermisst, ich glaube, so eine Sicht auf die Bodenstraße. Also da ist ja auch so viel alt, also eher altes, was da noch ist. Das fehlt mir noch so. Dann würde das Ensemble aus meiner Sicht komplett sein. Keine Frage hätte ich. Das Mittelalter fehlt. Wie lange braucht man den an so einem detaillierten Bild, wenn ich jetzt hier drüben schaue, mit dem genau dort? Also macht man das an einem Stück oder sagen Sie, ich setze mich hin und dann ist wieder mal eine Woche nichts? Und dann arbeiten Sie weiter dran, dass man einfach mal einen Eindruck bekommt, als Nicht-Maler, aber Kunstinteressierter, wie sowas entsteht und wie lange Sie brauchen. Ja, ja, hier steht 2020 bis 2023. 3 Jahre. Bei welchem steht das? Ja. Achso, aber das bezog sich auf die Serie. Das steht, glaube ich, das steht überall drauf. Nee, es ist so, dass ich nämlich genau, also die versuche, das in einem Wurf zu machen, also in einem Werf, in einem Vibe oder sowas, dass ich einfach meine Stimmung, die ich habe in dem Moment oder an dem Tag und auch dem Grund, warum ich es malen will und wie ich es malen will, wie ich mir das gedacht habe von Anfang an, dass ich ihn nicht großartig verlasse und auch nicht großartig nachdenke, sondern dass das Bild eigentlich so schnell wie möglich selber sprechen soll. Und das tut ein Bild, in dem man irgendwann mal kriegt jeder Künstler, kennt das, einen Kipppunkt, wo das Werk anfängt zu reden und anfängt eine Sprache zu entwickeln. Reden tut es nicht, aber eine Sprache entwickelt und eine Kommunikation sucht in irgendeiner Form, hier noch, da noch, ich könnte auch hier, wollen wir vielleicht dahin gehen oder so. Und das ist das Spannendste überhaupt, wenn diese Kommunikation entsteht mit dem Bild, was du gemacht hast, mit dem Motiv, was ja schon da ist und was fertig ist. Und dieser Schlamassel, der letztendlich auch ein kreativer Schlamassel ist, der mich irgendwo hinführt, wo ich ja nicht weiß, wo ich da plötzlich ende oder sowas. Und das auch der begründete Abgrund ist, dass es dann kippen kann und dass es dann nichts mehr wird, also verhau oder so. Das will ich alles in einem Ding haben. Am liebsten nicht schlafen, weitermalen, am nächsten Morgen gleich aufstehen, weitermalen. Und das ist bei vielen gelungen, aufgrund dessen, dass es aus einer Zeit entstand, wo ich auch ein bisschen mehr Zeit hatte. Aus verschiedenen. Und da kommt der Kaffee, genau. Genau. Und da kommt der, ja natürlich, ja, ja, der Kaffee steht. Allerdings den habe ich nicht getrunken, das war ein kalter Kaffee. Ich finde, da sind wir wieder sowieso wahnsinnige Ornamente in den Flächen, also in den gezeichneten Flächen, wo man wirklich auch spürt, wie du zack, 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 ganz schnell ein Muster oder einen Strich verfolgst. Ja, und das wird natürlich schneller von Bild zu Bild schneller. Ne? Also die Technik wird reifer und kriegt dann so einen eigenen Drive dann. Also wollte ich auch auf die Autos eingehen. Ich habe mir gedacht, ich kann mir deine... Ich darf da nichts sagen, weil ich werde gesponsert von einigen Firmen. Ich kann mir deine Bilder gar nicht ohne Autos vorstellen. Die sind so eine wesentliche Komponente. Und dann war jetzt, weil du ja vorhin gesagt hast, bisschen weniger Autos, nee, nicht bisschen, also du hättest die Autos ein bisschen ganz raus aus der Stadt. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, wie massiv die Autos das Stadtbild prägen, also dass die so zum festen Teil deiner Kinder werden. Ich erahne da eine Frage, dass ich, warum ich, ob ich mir das vorstellen kann, keine Autos zu malen oder dass ich die davon weggehen könnte oder zumindest Der Grund ist doch eher, dass wir, also ich schaue da raus aus dem Fenster und sehe 5 Autos. Ja. Ja, und deshalb überall, wo ich hinschaue, sind einfach, ich nenne sie mal fucking Autos. Ne, kannst du dann rausschneiden. Und das ist einfach so, dass
das nervt, weil das verunstaltet an für sich immer meinen beruhigten Blick, weil ich immer wieder an diese Kästen da und ich gebe zu, ich mag keine Autos. Ich hab mein Leben lang Autos gefahren, aber ich mag sie einfach nicht mehr, weil sie einfach da überall sind und eigentlich, man sieht mehr Autos als Menschen. Sie nehmen so wahnsinnig viel Platz ein. Ja, auch das. Also, ja, genau, dass sie überall einfach auftauchen, in jedem Bild. Ist so eine Stadt ohne Autos kann man sich eigentlich nicht vorstellen, oder? Oder gibt es eine Stadt ohne Autos? Wenn wir am Montag sehen, wenn alles streikt und die wieder mal zugeschoppt sind. Ja, dann wird es, dann sind es die stehenden Autos. Ja, Also ich habe das ein bisschen hergeleitet, weil Sie ja keine Menschen in dem Sinne gemalt haben, aber ich finde, wenn man nur das Gebäude sieht ohne Autos, es gibt ja auch einige Bilder ohne Autos, dann ist das ja wie so eine tote Stadt in Anführungsstrichen. Da aber die Autos zu sehen sind, ersetzen sie aus meiner Sicht ein bisschen die Menschen, weil man dann ja trotzdem ahnen kann, wenn Autos dastehen, müssen ja auch Menschen in ihrer Stadt sein. Also so habe ich mir das gerade nicht. Ja, ich finde das schön, dass nicht Menschen und Autos zu sehen sind, sondern erst vorbei. Aber das Witzige ist, wenn ich sie male, nehmen die nicht so ein, oder zumindest ich habe sie so gemalt, dass sie, dass sie so abstrahiert sind, dass sie einfach nur so eine Art Andeutung werden oder sowas. Manchmal so ein bisschen mehr, ein bisschen genauer, manchmal ein bisschen weg, auch da ein bisschen mit Möglichkeiten der Malerei experimentiert, was kann man machen. Wenn ich den Umriss eines Golfs habe, bleibt es Golf? Oder wenn ich den einfach nur einfarbig mache, oder muss ich den Schatten reinbringen oder so, damit gespielt. Das ist auch spannend oder reizvoll. Es bleibt der Golf. Ja, und das ist aber, ein Auto zu malen, das ist fürchterlich. Es macht keinen Spaß, ein Auto zu malen. Dafür machst du es aber ziemlich gut. Genau deswegen, und das kotzt mich so an, dass ich das auch noch kann. Ja, ja. Voll. Ja, und das, ja, offenbar. Und das heißt, ich muss die also permanent anschauen, und daran liegt es. Ich muss mir die Häuser, wenn ich sage, das ist 60er Jahre, das will ich jetzt ganz genau hinkriegen, dann muss ich es mir ganz genau anschauen, wie der Architekt das gemacht hat und wo die Kacheln ansetzen und wo eben der Fensteransatz ist, der Unterschied, der Abstand oder sowas. Entdecke ich, dass ich es quasi nochmal abmesse. Das Auto, das ist so, ja, und plötzlich ist das Ding da. Warum denn? Weil man das permanent, das ist so im Unterbewusstsein verankert, das ist unglaublich. Und deswegen, es kotzt mich an, dass ich das kann, weil ich würde auch gerne einfach, ich würde es nicht gerne, ich will mich ja damit auch auseinandersetzen mit Architekturen oder mit Fassaden. Fassaden sind ja auch Dinge, die uns ansprechen. Das heißt, die reden mit uns, die sehen uns. Jeden Tag gehen wir durch Fassaden durch und haben die Möglichkeit, mit denen auch zu reden, wie schaut es heute aus, ne? Ja, ein bisschen gedeckter, so. Es ist hell oder die Sonne scheint drauf, jetzt ist schön. Und das wirkt ja auf uns ein. So. Und das finde ich ist interessanter, weil sie ja in der Stadt in Nürnberg sind sie ja 600-700 Jahre, präsentieren so, an Fassaden, an Häusern, an menschengemachten Orten, wenn man so will. Ist das Band zu Ende jetzt, oder? Christian, nein. Du ziehst ja jetzt nach Fürth. Wird jetzt kein Fürth-Buch geben, aber vielleicht ja doch. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, mal schauen. Kann noch werden, was will. Demnächst im Mai stellst du in Almushof aus. Ja. Wird zusammen mit der Marion Hammer, eine Fotografin. Werden die Bilder auch noch mal zu sehen sein oder wird es andere Arbeiten von dir geben, Christian? Es ist noch nicht völlig bestimmt, aber hauptsächlich auch diese Arbeiten. Mhm. Das wird eine ganz andere Ausstellung werden, also nur Teile davon zeige ich. Weil es ein Duo ist, aber es ist nicht. Hier ist es ja so, dass wir quasi eine Einzigartigkeit gemacht haben. Daniel hat es so schön beschrieben, dass hier einfach das Buch entsteht oder der Raum ist da vom ganzen Buchprojekt und Lesung oder Literatur trifft bildende Kunst. Und das war schön, das hier zu machen. Erstmal auch danke dafür, weil das war ein grandioses Erlebnis, selber so das zu erfahren als Hörender, aber auch als Lesender, dass man hier dann einen quasi Raum hat, wo Bild, Text,
lebendig wird. Also während des Lesens sah mich meine Bilder an und schauten quasi eine Art von Kontrollfunktion, ob ich gut lese oder nicht. Genauso wie die Zuhörer oder wie ihr als Zuhörer den Texten zugehört habt und mich auch zum Sprechen motiviert habt. Ich weiß nicht, ob es Christian, ob es dir genauso gegangen ist oder so, oder wenn du liest oder sowas. Fand ich spannend, weil ich nicht so oft lese, dass das ja auch einen Einfluss hat darauf, wie man liest, wer da ist, wie viel da ist und wie der Raum bestückt ist und was dann im Raum noch auch ist und hängt so. Das war spannend. Und das ist jetzt quasi dieser Raum und dieser Ort ist jetzt der Ort des Buches. Wenn wir heute um 19 Uhr aufhören, dann wird das Buch zugeschlagen hier. Und diese Episode ist vorbei. So, und das ist irgendwie, fand ich sehr spannend. Fand es einfach nur so eine, wie so eine lange Performance. Ja, 25. Februar bis 25. März. Eine Kiste. So. Ich fand es gut, dass du den Text, dass du die Texte mit, also dass hier die Texte mit zu sehen sind, weil sie tatsächlich genau das machen. Sie laden sich so wechselseitig auf. Also es funktioniert ziemlich gut. Also dass die Bilder den Text aufladen, der Text die Bilder auflädt, obwohl die Texte teils ja gar nicht speziell fürs Buch oder Buch geschrieben wurden. Einige sind, glaube ich, doch. Bestanden schon oder sind alle speziell ausgeschrieben worden? Nein, sehr unterschiedlich. Mhm. Also unterschiedlich. Aber der Christian wollte was sagen. Man sagt, weil vorhin waren die Bahnhöfe ein Thema und ein Thema ist vor allem ja auch, wer aus welchem Grund, mit welchen Profitinteressen oder wie auch immer Stadt gestalten darf und wer nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das Ganze auch so eine Art künstlerisches Monopoly-Spiel sein könnte. Was mir tatsächlich noch ein bisschen fehlt als jemand, der einige Jahre in Langwasser aufgewachsen ist, weil da gibt es auch ganz viele dieser schrägen Perspektiven in diesen neu sind sie ja nicht mehr, in diesen Plansiedlungen tatsächlich, diese Perspektiven. Langwasser, ja, ist eine heiße Kiste gewesen hier. Das ist so nah dran. Ja, schon, das ist auch ein bisschen ausgewählt gewesen oder sowas, aber ich musste irgendwann mal einen Cut machen. So, es gibt noch andere Ecken so von Nürnberg, die sind auch super spannend. Also ich gehe zum Teil ja schon durch die Stadt und denke mir, das könnte Christian auch. Aha, ja. Das könnte er auch gut finden. Kannst du ja dann Fotos für mich machen. Ja, das wäre natürlich gut. Ja, genau. Du machst Fotos und hast sie dann zu Hause im Atelier. Ja, genau. Dir dann wahrscheinlich so archivmäßig immer wieder angeguckt und eins hat dann gesprochen und das war dann dran. Ja, also wir können jetzt bestimmt noch weitersprechen. Ich werde jetzt auch wieder warm, aber wir haben so eine Stunde. Wie sieht's aus? Wenn noch Fragen sind, natürlich gerne. Ansonsten können wir auch jetzt einen Cut machen und uns noch ungezwungen an der Bar weiter unterhalten. Ist ja noch ein bisschen offen. Ja, vielen Dank, Uli, auch. Danke auch.